Cristiano Ronaldo, einer der größten Fußballspieler aller Zeiten, erlebt in der letzten Phase seiner Karriere eine Zeit der Überraschungen. Schon seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass er Manchester United verlassen würde. Eine neue Entwicklung hat diese Gerüchte angeheizt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die jüngsten Ereignisse in Cristiano Ronaldos Fußballkarriere. Cristiano Ronaldo, der Juventus zu Beginn der letzten Saison verließ und zu Manchester United wechselte, sorgte für große Aufregung, als er zu dem Verein zurückkehrte, bei dem er eine Legende ist. Der portugiesische Star, der in der ersten Saison bei Manchester United große Erfolge feierte, erlebte in seiner zweiten Saison den umgekehrten Niedergang. In der Zwischenzeit begannen die Probleme zwischen ihm und Trainer Erik ten Hag zu wachsen. Ten Hag ließ Ronaldo nicht mehr in der Startelf spielen, was den portugiesischen Star zu einer Reaktion veranlasste. Zu Beginn dieser Saison wurde behauptet, dass der Starfußballer Manchester United verlassen und zu einem anderen Verein wechseln würde. Die jüngsten Ereignisse haben all diese Behauptungen geklärt. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Geschehnisse. Zum ersten Mal hat Ronaldo in einer Fernsehsendung, an der er teilgenommen hat, markante Aussagen gemacht. Der Starfußballer schlug Manchester United und wurde später von den Red Devils zur Persona non grata erklärt. Der Portugiese behauptete, dass er bei Manchester United verraten wurde und schlug auf den Verein, Ten Hag, Ragnick und Rooney ein. Angeblich wurde er nach dem Interview von den Spielern von Manchester United aus der WhatsApp-Gruppe entfernt. Manchester United hat mich verraten. Ich respektiere Erik Ten Hag nicht, weil er mich nicht respektiert. Ich würde auch niemanden respektieren, der mich nicht respektiert. Sie kommen zu sehr auf mich zu und drängen mich immer wieder, das Team zu verlassen, sagte der Portugiese. Er fügte hinzu, ich werde so dargestellt, als wäre ich die Ursache für die schlechte Situation. Nicht nur der Trainer, sondern auch ein paar andere Leute im Verein tun das. Ich fühle mich verraten. Ich sollte das nicht beantworten. Ich weiß es nicht, aber es ist mir egal. Die Leute sollten auf die Wahrheit hören. Ich fühle mich verraten. Ich habe das Gefühl, dass er dich nicht will. Nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der letzten. Manchester United hat seit dem Weggang von Sir Alex Ferguson keine Fortschritte gemacht. Der Fortschritt ist gleich null. Wie kannst du der Manager von Manchester United sein, wenn du nicht einmal ein Manager bist? Ich habe noch nicht einmal von Ralf Rangnick gehört. Diese Aussagen des Starfußballers wurden von Manchester United nicht akzeptiert. Der englische Premier League-Verein Manchester United gab bekannt, dass der Vertrag des portugiesischen Starfußballers Cristiano Ronaldo aufgelöst worden ist. In einer Erklärung des Vereins hieß es, dass Ronaldos Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Ronaldo, der in 346 Spielen für Manchester United 145 Tore erzielt hat, wurde für seinen Beitrag zum Team gedankt. Außerdem betonte die Erklärung Erik ten Hag. Alle bei Manchester United wollen sich darauf konzentrieren, das Team unter Erik ten Hag weiter voranzubringen und zusammenzuarbeiten, um den Erfolg auf dem Spielfeld sicherzustellen. Ronaldos erste Worte waren, nach unserem Gespräch mit Manchester United haben wir uns einvernehmlich darauf geeinigt, unseren Vertrag vorzeitig aufzulösen. Ich liebe Manchester United und die Fans, das wird sich nie ändern. Aber für mich ist die Zeit gekommen, eine neue Herausforderung zu suchen. Nach diesen Ereignissen standen vier Fußballvereine Schlange, um Cristiano Ronaldo zu transferieren. Zuerst erhielt der weltberühmte portugiesische Star Cristiano Ronaldo ein Angebot vom saudi-arabischen Verein Al Nassr. Nachdem Ronaldo im letzten Sommer in der Transferperiode ein Angebot von 242 Millionen Euro für 2 Jahre aus Saudi-Arabien abgelehnt hatte, wurde nun bekannt, dass Al Nassr ein Angebot in der Nähe dieser Summe gemacht hat. Der erfolgreiche Spieler könnte darüber nachdenken zu gehen, wenn sein Champions-League-Traum nicht in Erfüllung geht. Ronaldos Name wird mit seinem ehemaligen Verein Real Madrid, aber auch mit der Mannschaft wie Chelsea und Newcastle United in Verbindung gebracht. Real Madrid hingegen scheint Ronaldo einen Schritt voraus zu sein. Ronaldo, über dessen Zukunft man neugierig ist und der mit der portugiesischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewinnen will, wurde schnell zum Thema auf dem Instagram-Account. Ronaldo, der das Foto, das er nach dem Sponsorenvertrag mit der Uhr eines berühmten Uhrenunternehmens aufgenommen hat, mit seinen Followern teilte, bekräftigte seine Ansprüche auf Real Madrid. Auf der Uhr, die Ronaldo bei seinem letzten Scher trug, ist ein Kopfstoß des Tores zu sehen, das er im Trikot von Real Madrid gegen Manchester United erzielte.
Nachdem sich Ronaldo von Manchester United getrennt hatte, stärkte die gemeinsame Nutzung des Santiago Bernabéu durch Real Madrid auch die Transferansprüche. Welches Team sollte deiner Meinung nach Cristiano Ronaldos nächste Station sein? Schreib mir deine Antwort in die Kommentare, gib dem Video ein Like und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!